Aber auch in der Musik gibt es Paradoxa und grundlosen Optimismus. Und um das zu demonstrieren, möchte ich auf dieser Bühne herzlich willkommen heißen Andreas Gundlach! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can fly. Ich glaube, dass ich fliegen kann. Ich breite meine Flügel aus und fliege weg. Und es ist grundlos optimistisch. Gerade wenn man am Rande einer steilen Schlucht steht. Oder kommen Sie mal 10 Minuten vor Abflug ans Gate. Nicht alle, die glauben, dass sie fliegen, fliegen auch. Manche fahren Zug. Aber das Fliegen ist natürlich ein Traum, der mit Reichtum auch ganz viel gemein hat. Richard Branson, der Begründer von Virgin Atlantic, wurde mal gefragt, wie man Millionär wird. Und er sagte, indem man Milliardär ist und sich eine Fluggesellschaft kauft. Aber es gibt auch Lieder, die kommen total positiv daher, total optimistisch. Aber wenn man näher auf den Text achtet, dann enthalten die eine ganz bedrohliche Botschaft. Was würden Sie von folgendem Text halten? Wenn du immer alles gibst, jede Minute, jeder Stunde, wenn immer alle alles geben, wenn niemand jemals an eine Pause denkt, wenn immer alle alle Kraft geben, dann ist das Rezept für ein Burnout. Aber nicht für Opus. When we all give the power, we all give the best, every minute, every hour, don't think about a rest. When we all get the power, we all get the best. When everyone gives everything and every song, everybody sings. Life is life, la 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 la. Alle! Life is life, la 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 la. La da da da, life, la 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 la. Life is life, la 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 la. Life is life. Und natürlich die ganz große Hymne des grundlosen Optimismus. Ahnen Sie, was kommt? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. And no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living life in peace. Whoa. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Auch John Lennon war ja letztlich grundlos optimistisch. Er hat gedacht, Moment mal, der Typ will sicher bloß ein Autogramm. Ein bisschen mehr Pessimismus würde heute noch leben. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Jede Zelle fühlt sich wohl. Jede Zelle an jeder Stelle. Sag mal, Andreas. Jede Zelle ist voll gut drauf. Sag mal, jede was soll das? Das kam total unvermutet. Keiner hat irgendwie... Aber Jim, das war...
war jetzt wirklich mal optimistisch. Also. Du kennst das doch, oder nicht? Ja, klar kenne ich das. Der Körperzellenrock, 8 Millionen Klicks auf YouTube. Aber die Leute haben das geklickt, weil sie dachten, es ist eine Satire, Andreas. Ach so. Und das lassen wir jetzt einfach erstmal sein, okay?